Willkommen zu einer weiteren Folge der Interviewreihe zur Velo 2020 zum Thema gewerbliche Lastenradnutzung. Wir sind hier bei More Cargo Bike im Motion Lab Berlin und ich begrüße ganz herzlich Marlene Roth. Sie ist Köchin und Streetfood Artist und die Gründerin von Klosartig. Hallo und herzlich willkommen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Klöße auf einem Lastenrad zu verkaufen? Ja, angefangen hat es erstmal ohne Lastenrad, ganz klein, mit Kisten, die ich geschleppt habe, auf einen Streetfood-Markt. Und dann wurde es eine Nummer größer, dann hatte ich ein Auto gemietet zusammen mit einer Freundin. Und als es sich dann aber so gezeigt hat, dass ich das öfters machen will, stand für mich fest, dass ich kein Auto auf Dauer mir anschaffen möchte und auch nicht mieten möchte. Und dann ja, war eigentlich schnell klar, dass Lastenrad eine super Variante für mich wäre. Auch hier durch Berlin, durch die Lande zu ziehen und meine Knödel anzubieten. Wie ist das anwendungsbedingt? Also worauf, vor was für sozusagen besonderen Herausforderungen bist du aufgrund des Lastenrades gestellt und was ermöglicht es dir, was du vorher nicht hattest? Also für diesen Verkauf in meinem Umfang ist es genau richtig mit so einem Cargo-Bike mit einer festen Box vorne und einem E-Antrieb, weil ich eigentlich innerhalb Berlins oder innerhalb des Rings von Berlin total mobil bin, keinen Parkplatz suchen muss, all mein Equipment in das Rad packen kann, abschließen kann und dann einfach zu den Märkten oder Caterings düse. Und ja, die Herausforderungen, da gibt es natürlich größere im Straßenverkehr einfach, weil ich auch mitten in Neukölln wohne und eigentlich ja in ganz Berlin einfach viel Verkehr auch ist und man da gut aufpassen muss, dass man überall durchkommt und auch sicher durchkommt, ja. Ich höre eine weitere Forderung an die Politik für mehr ausgebaute Radwege, ja. Auch gerade in Lastenradbreite. Absolut, ja, doch. Also, ja, ich sehe es einfach täglich, wenn ich auch mit meinem privaten Fahrrad einfach durch die Stadt fahre, aber auch mit meinem Lastenrad, dass da noch viel getan werden kann. Aber auch die Radwege, die jetzt im letzten Jahr auch schon zunehmend entstanden sind, wirklich helfen, nicht in Todesangst zu radeln, sondern einfach ja, gut ans Ziel zu kommen und ja, gerade so Varianten mit einer deutlichen Absperrung zu den Autos. Also zeigt sich auch in Neukölln, dass das wirklich sinnvoll ist, weil diese zweite Reihe Parker damit nicht mehr mir den Weg versperren oder mir die Tür ins Gesicht rammen. Und ja, genau, deswegen immer gerne weiter Radwege ausbauen. Und ganz theoretisch, das Lastenrad dient dann auch sozusagen als Ladentheke oder als Angebotstheke gleichzeitig? Ja, Verkaufstheke. Genau, mal so, mal so. Also ich habe das schon oft mit eingebaut in meinen Streetfood-Stand. Also es macht sich so oder so gut, wenn es neben dem Marktstand zum Beispiel steht. Und ich habe es ja auch dann gebrandet mit meinem Logo und macht einfach was her und kommt bei vielen Leuten sehr gut an, die es dann auch gleich testen wollen und sich mal draufsetzen wollen. Aber ich hatte es auch schon mit integriert in den Verkaufsstand und da meinen Hustschutz aufgestellt, um die Leute von mir so ein bisschen abzuschirmen. Und dann geht es auch, dass man das mit benutzt beim Verkauf, ja. Würdest du es wieder tun? Ja, auf jeden Fall. Also ohne das Lastenrad hier könnte ich das eigentlich überhaupt nicht so betreiben. Also ich denke, ja, also es müsste ein Auto sonst her, was ich aber ja eben, wie gesagt, vermeiden möchte. Und es ist für mich echt die perfekte Variante, um eben in Berlin damit rumzukommen. Als Gründerin hast du profitiert von der Lastenradförderung oder wie bist du an dein Lastenrad gekommen? Ja, also bei mir kam das so, dass ich erst auch, es gibt ja ein paar freie Angebote, wie die Flotte Berlin, wo man die Räder auf Spendenbasis ausleihen kann, dass ich darüber eigentlich so auf den Geschmack kam, ein Lastenrad zu verwenden, was aber logistisch ein bisschen schwierig ist, wenn man es jetzt regelmäßig nutzt. Das soll ja möglichst vielen zur Verfügung stehen bei diesem Modell. Und dann habe ich beim Lastenrad-Test mitgemacht
Der wurde im letzten Sommer durchgeführt, wurden Nutzerdaten gesammelt zur gewerblichen Lastenradnutzung und ich war eine Testerin in diesem Projekt und ja, es hat sich super bewährt und dann habe ich danach dieses Lastenrad gebraucht abgekauft. Also in dem, da war es mir dann möglich, sonst wäre es ein bisschen teuer auch für mich gewesen als frische Gründerin oder ja, zum Gewerbestart, aber da war es mir dann möglich und ich kannte es ja auch schon gut und ja, so kam das. Welche Tipps und Empfehlungen hast du, wenn jemand jetzt sozusagen sich in ähnlichem Gebiet oder mit seinem Gewerbe auf ein Lastenrad umstellen will? Ja, also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, verschiedene Modelle zu testen, sich gut zu überlegen, ob es ein E-Lastenrad sein soll oder komplett eben aus eigener Kraft betrieben. Ich denke aber, wenn man ein bisschen höheren Radius hat und auch viel Gepäck, ist es einfach schwere Last ja dabei, dann sollte man durchaus über ein E-Lastenrad nachdenken und ja, ein paar Testen, gute Werkstatt bei der Seite haben. Ich hatte auch die eine oder andere kleine Panne, aber wurde da gut betreut und ja, ich glaube, darauf sollte man achten und sich natürlich, wenn es jetzt keine gebrauchte Variante ist, wie bei mir, über diese Lastenradförderung informieren. Ich glaube, die gilt nur für neue Räder und auch rechtzeitig auf Wartelisten und Antragslisten schreiben. Da wurde ich nämlich ein bisschen von abgeschreckt, dass das ganz schön lang dauern kann und schnell abgegriffen war von anderen Nutzerinnen und Nutzern und deswegen rechtzeitig informieren. Wo findet man dich und deine Klöße? Ja, in diesem Jahr oder in diesem Sommer auf jeden Fall regelmäßig im Motion Lab. Immer freitags, ab mittags zum Mittagslunch. Können aber auch gerne externe Leute kommen. Und die anderen Märkte, da steht für diese Saison noch nicht ganz fest, wo ich bin. Aber ich war auch letztes Jahr sehr viel auf dem Holzmarkt, auf dem samstäglichen Wochenmarkt. Ja, die Neuköllner Wochenmärkte, da bin ich auch gerne vertreten. Und das kann man online? Genau, also ja, da es eben so ein bisschen unregelmäßig ist oder ja, kann man sich am besten informieren einfach auf Instagram und auf Facebook, in den Social Media Kanälen. Unter Klosartig bin ich vertreten und schreibe da immer, wo ich gerade bin und habe da alles aufgelistet. In der Weihnachtssaison wird es immer noch mal ein bisschen bunter und mehr und bunter gemischt. Das sind viele Termine und ja, genau. Wunderbar, ja. Vielen Dank. Also wer Lust hat auf vegetarische oder vegane Klöße, genau, sucht Klosartig im Netz und wird fündig. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Ja, danke.